Nicht mal ein Nanometer groß und jeder braucht es. Heute sprechen wir über Selen. Mein Name ist Monika Leukert. Ich bin Produktmanagerin bei Lallemand Animal Nutrition für die Produktgruppen Antioxidantien und Hefederivate. Selen ist ein essentielles Spurenelement für alle Tierarten. Es ist wichtig für die Aufrechterhaltung von Gesundheit, Wachstum, aber auch für zahlreiche biologische Funktionen im Körper. Es gibt insgesamt 25 unterschiedliche Selenoproteine, die spezielle Funktionen im Körper haben. Das bekannteste Selenoprotein oder auch Selenenzym ist die Glutathionperoxidase, die eine wichtige antioxidative Funktion im Körper hat. Selen kommt im Boden in anorganischer bzw. mineralischer Form vor oder wir finden es auch im Pflanzenprotein und tierischem Gewebe in Form von organisch gebundenen Selen. Tiere konsumieren natürlicherweise Futtermittel, die organisch gebundenes Selen enthalten. Allerdings haben wir immer weniger Selen im Boden, weshalb auch die Futtermittel sehr arm an Selen sind. Deshalb muss supplementiert werden. Auf dem Markt gibt es sowohl anorganische Lösungen als auch organische Lösungen. Anorganisch kann zum Beispiel Selenit sein und organisch gebundenes Selen kann zum Beispiel Selenhefe sein. Anorganisches Selen hat eine höhere Toxizität und auch eine geringere Bioverfügbarkeit als organisch gebundenes Selen. Selenhefe war die erste organische Selenquelle, die in der Tierernährung eingesetzt wurde. Dabei handelt es sich um eine inaktive, also nicht mehr lebende Hefe, die unter spezifischen Bedingungen hergestellt wird. Spezielle Hefestämme können anorganisches Selen in organisches Selen umwandeln. Und dann findet man Verbindungen wie Selenomethionin oder Selenocystein im Hefeprotein. Die Art und Weise, wie Selenhefe hergestellt wird, ahmt die Prozesse in der Natur nach. Das heißt, wenn wir uns anschauen, wie im Pflanzenprotein organisch gebundenes Selen hergestellt wird, funktioniert das über den Prozess, dass die Wurzeln anorganisches Selen aufnehmen und dann in organische Selenverbindung umwandeln. In einer Hefe passiert genau das Gleiche. Wir geben anorganisches Selen zu der Hefe und dann kann die Hefe es in organische Selenverbindung umwandeln. Es wurden mittlerweile ungefähr 100 unterschiedliche organische Selenverbindungen in einer Hefe identifiziert. Die größte Komponente macht Selenomethionin aus. Das heißt, wir haben mit einer Selenhefe eine Selenquelle, die sehr natürlich für Tiere ist, weil es dieselben Formen enthält, die wir auch im Pflanzenprotein finden. Andere organisch gebundene Selenquellen verfügbar auf dem Markt sind chemisch hergestellt, das heißt, es können Selenomethionin-Produkte sein oder deren Hydroxyanaloge. Der große Unterschied zwischen einer Selenhefe und diesen Produkten ist, dass in diesen chemisch hergestellten Produkten keine anderen Selenverbindungen sind, wie zum Beispiel Selenocystein, das wir auch in einer Selenhefe finden. Alle auf dem Markt verfügbaren Selenhefen werden mit einem spezifischen Hefestamm hergestellt. Aufgrund der Unterschiede in der DNA kommt es auch zu unterschiedlichen Zusammensetzungen an organischen Selenverbindungen. Nicht nur der Hefestamm ist entscheidend, sondern auch der Produktionsprozess. Fermentationsbedingungen, Trocknungsbedingungen, aber auch das gute Waschen der Hefemasse ist entscheidend, um eine gute Bioverfügbarkeit im Tier zu haben. Und nicht zuletzt die Qualitätskontrolle ist wichtig, denn jede Charge sollte überprüft werden, damit man einen beständigen und qualitativ hochwertigen Futterzusatzstoff hat. Selen hat viele wichtige Funktionen im Körper. Neben der antioxidativen Funktion spielt es auch eine Rolle in der normalen Schilddrüsenfunktion, im Immunsystem und in der Fortpflanzung. Selen ist wichtig für alle Tierarten, das heißt, sowohl landwirtschaftliche Nutztiere als auch Haustiere profitieren von der Selengabe. Zwischen organisch und anorganischem Selen gibt es unterschiedliche Vorteile im Tier und das schauen wir uns jetzt mal am Beispiel von Hühnern an. Selenhefe enthält 63% Selenomethionin.
Der Körper kann nicht zwischen Selenomethionin und Methionin unterscheiden, sodass ein großer Teil des Selenomethionins anstelle von Methionin in Protein eingebaut wird. Wir finden es dann in Muskeln und in den Eiern. Und als positive Folge verbessert es auch den Selenstatus der Küken, was zu einer höheren Stressresistenz führt. Bei anderen Tierarten liegt der große Vorteil bei der Anreicherung von Kolostrum und Milch, sodass die Selenzufuhr in den ersten Tagen nach der Geburt sichergestellt werden kann. Die Speicherung von Selenomethionin im Muskel kann aber auch bei Stresssituationen hilfreich sein. Wenn katabole Prozesse entstehen, wird dieses Selen frei und kann dann eingesetzt werden für die Produktion von funktionellen Selenoenzymen oder Selenoproteinen, wie zum Beispiel Glutathionperoxidase, dem wichtigen Antioxidans bei Stresssituationen. Wir haben viel über den Selenbedarf von Tieren gesprochen und jetzt möchte ich noch ein bisschen über unseren eigenen Selenbedarf sprechen. Die Lebensmittel, die wir konsumieren, haben häufig zu wenig Selen. Das heißt, Studien haben gezeigt, dass Menschen heutzutage oft nicht optimal mit Selen versorgt sind. Kennen Sie Ihren eigenen Selenstatus? Falls nicht, wäre es an der Zeit, den vielleicht zu überprüfen. Am besten im Blutserum oder im Blutplasma. Und bei Bedarf mit einer Supplementierung anzufangen. Es gibt übrigens auch Selenhefe für den Menschen. Und eins ist nicht zu vergessen, je mehr organisches Selen wir den Tieren geben, je mehr Selen finden wir auch in Milch, Eiern und Fleisch, sodass das unseren eigenen Bedarf decken kann. Wenn Sie mehr über Alcosel, unsere Selenhefe bei L'Allemand Animal Nutrition, erfahren wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website.